Der Talk wird Ihnen präsentiert von der Merian Iselin Klinik. Unsere Gäste von heute oben, die haben Schweizer Showgeschichte geschrieben und das von Basel aus. Kathrin und Adrian Steiner haben den Theaterzirkus «Das Zelt» gegründet und das ist in der Zwischenzeit 20 Jahre her. Auf dieser Bühne oder unter dieser Kuppel ist schon die halbe Schweizer Showprominenz auftreten, vom Clown Dimitri über den Polo Hofer bis zum Sven Epiné. Wie macht man das? Wie halten wir so einen Betrieb 20 Jahre lang am Laufen? Das wollte ich wissen von Ihnen beiden. Schön sind Sie da bei uns. Danke. Ich habe jetzt gesagt, Theaterzirkus. Adrian Steiner, trifft es das als Wort? Oder wie müssen wir das Zelt umschreiben? Ja, der Begriff ist nicht ganz falsch. Es ist ja ein Hybrid. Rechtlich ist das Zelt ein Zirkus mit einer Zirkus- und Schaustellenbewilligung. Aber inhaltlich ist es natürlich überhaupt kein Zirkus. Es ist mehr wie ein mobiles Gastspieltheater, wo Fremdproduktionen hat und Eigenproduktionen mit einem sehr breiten kulturellen Angebot. Und das gibt es eigentlich sonst nicht, auch ein internationales Geschäftsmodell bekannt, das genau das macht, was wir machen. Sie haben gesagt, rechtlich ist ein Unterschied und Sie sind ursprünglich Jurist. Ist denn das ein Vorteil, wenn man ein Schaustellbetrieb ist? Erleichtert das Leben? Das ist ein Vorteil, weil man ist immer im öffentlichen Raum und es gibt immer mehr Gesetze. Wenn man vor 20 Jahren an die Rosenanlage gekommen ist, ist jemand gekommen. Und heute kommen etwa 10 bis 20 Leute. Es gibt immer mehr, es wird immer komplizierter und die Verträge werden immer dicker. Okay, gut, dann sind Sie gerüstet. Kathrin Steiner, wie haltet man so etwas 20 Jahre am Laufen, dass es funktioniert? Also wir müssen natürlich immer wieder auf Bedürfnisse eingehen vom Markt auch, aber wir machen eben Comedy, Concert, Circus und von dem her, also wir haben ein sehr breites Angebot. Wir schauen auch, wer sind so Top 10 bei uns. Also wir haben ja einen Saal mit 1000 Plätzen. Von dem her gibt es wie schon Grundvoraussetzungen, es muss ein Künstler sein, der das Publikum zieht. Und bei den Comedians ist das in der Schweiz auch leider recht überschaubar. Also wir haben eine Comedy-Szene, wo wir recht gut wissen, wer wie gut zieht. Und dann haben wir ab und zu noch Highlights, Konzerte aus dem Innen- und auch ab und zu Ausland. Mhm. Und was ist heute anders als früher? Also haben sich einfach die Namen geändert von den Leuten, die ziehen? Oder hat sich auch irgendwie etwas an der Erwartungshaltung vom Publikum oder an der Art von Comedy, die man früher noch machen konnte und heute nicht mehr oder so? Was hat sich da geändert? Also früher war es schön, also zum Beispiel mit Marco Rima haben wir eine Tournee machen. Der hat 50 Shows gebucht und es war alles ausverkauft. Heutzutage sind die Einzelcomedians bei uns eher in the mix vertreten. Also wir haben eine oben Comedy, eine oben Zirkus. Programm und es ist so ein bisschen bunter geworden. Ja, und wir machen mehr eigene Showproduktionen, die einfach alles abdecken, wo man gerade Musik und Artistik zum Beispiel zusammen kombinieren. Wie wählt man so Sachen aus? Also eben, Sie haben ja den Marco Rima erwähnt oder den Andreas Thiel, der bei Ihnen auch schon auftreten ist. Das sind jetzt zum Beispiel Comedy-Stars, die halt wegen politischen Aussagen, unter anderem auch wegen Corona, einen empfindlichen Karriereknick erfahren haben. Also spielt denn das eine Rolle bei der Programmierung? So, wo steht denn jemand, macht jemand politische Comedy und von dem lässt man lieber die Finger? Also, wir würden mit dem Marco Rima auf Tournee gehen, aber es ist so, dass viele vom Publikum da grosse Probleme haben, wenn man das Corona-Thema anspricht. Oder auch im Fall von Andreas Thiel noch andere Themen. Also, wenn ich einem Komiker einen Rot würde geben, dann sollte er politisch und religiös neutral sein. Dann wird sein Publikum grösser bleiben. Okay. Sie führen eine KMU mit 100 Leuten, sie sind miteinander verheiratet. Wie funktioniert das gut? So wie blöd gesagt, wenn ein Ehepaar an der Spitze von einem Unternehmen steht. Ich denke, der Vorteil ist, dass wir uns im Job kennengelernt haben. Also wir haben nicht, wir haben wie zuerst beide die Leidenschaft auch gehabt zum Zelt und zu dem, was wir machen, zum Veranstaltungsgeschäft. Und haben natürlich schon von Anfang an uns immer austauschen können. Wir haben die gleiche Passion, wir mit den Ideen auswälzen. Und oft beim Morgenkaffee wird dann gerade noch alles besprochen. Und ich bleibe dann zwar daheim, aber wir haben auch Common Sense. Das ist auch schön. Aber die Firma führt ja auch ein starkes Team von Mitarbeitern, die zum Teil seit 18 Jahren ja sehr lange dabei sind. Das ist sehr eingespielt. Da gibt es auch viele Räume für die eigenen Vorlieben und eigenen Präferenzen. Kathrin Steiner, Sie haben sich quasi auch ein bisschen neu erfunden. Wir können das einmal anschauen. Sie haben eine Karriere als Sängerin gestartet, treten auch auf im Zelt und schreiben Songs.
Was hat Sie dazu verleitet? Haben Sie gesagt, jetzt will ich auch mal vorne stehen? Nein, also ich bewundere natürlich sowieso Künstler und Musiker. Und Musik ist meine grosse Passion. Und vorher habe ich immer geholfen, organisieren, veranstalten. Und habe jetzt eben eigentlich Zeiten gewechselt. Ich bin jetzt von hinter der Bühne auf die Bühne gekommen. Und hat Blausch jetzt auch die Nähe zu erfahren mit diesen Künstlern, ist natürlich irrsinnig. Hat das irgendetwas geändert in der Art und Weise, wie Sie jetzt vielleicht ein Programm zusammenstellen oder wie man es gestaltet? Nur insofern, dass ich jetzt natürlich Eigenproduktionen mitgestalten kann, auch wirklich als Host oder als Musikerin. Das ganze Zelt, das ist nicht nur das Zelt als Zirkus ist 20 Jahre alt, sondern quasi das physische Zelt, das hat seinen Ursprung an der Expo 02 gehabt, vor 20 Jahren, wo im Welschland war. Und Adrian Steiner, Sie haben das gekauft, das Zelt, oder Sie haben das übernommen für 700'000 Franken. Hatten Sie heute den Mut, noch das nochmal zu machen? Oder war das ein Akt des Leichtsinns oder der Euphorie? Es ist ein Akt der Naivität und Selbstüberschätzung. Ich war damals Anwalt und Zirkusartist, habe aber noch nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und der Künstler glaubt, er weiß, wie das Veranstaltungsgeschäft geht und kommt dann ziemlich auf die Welt, wenn er auf die andere Seite geht. Aber es war trotzdem eine grosse Chance, weil es ja dann 1 Million Besucher gegeben. Und seit der Expo reist das Zelt ohne nur mit dem Corona-Unterbruch jetzt die ganze Zeit durch die Schweiz. Sie waren ja auch der Gründer vom Quartierzirkus Buderholz. Also der Zirkus, der steckt in Ihrer DNA. Sie sind der erste Artist dort. Woher kommt Ihre Faszination für den Zirkus? Ich war Mitgründer, meine Brüder sind dabei. Ich glaube, Zirkus spielen ist ein infantiles Grundbedürfnis. Alle Kinder spielen echt Zirkus. Alle. Das ist so, sich den Körper zu zeigen. Und bei uns ist es einfach so, dass dann haben den Nachbarn zugeschaut und dann ist das immer grösser geworden. Und heute ist der Quartierzirkus Buderholz ja eine grosse Institution, seit 44 Jahren. Jetzt sind Sie mit Ihrem Zirkus, mit dem Das Zelt, sind Sie auf der Rosenthal-Anlage mit Ihrer Talentshow Young Artists. Wir schauen auch mal schnell einen Appetit haben, wie das ungefähr wird aussehen. Sie haben uns vorhin eine Nase gegeben, auf was man muss schauen jetzt bei so etwas, wenn man junge Artisten möchte auf die Bühne holen möchte. Wie wählen Sie aus, wer auf die Bühne kommt? Bei Bewerbungen gibt es ja wahrscheinlich genug. Ja, wobei wir gar nicht sagen, meldet euch einfach, sondern wir gehen eigentlich eher proaktiv auf mögliche Kandidaten zu. Also, das ist jetzt nicht eine Talentschuppe, die wir hier zeigen, sondern es sind wirklich Young Professionals. Also, es sind die Besten von der Schweiz, die einfach noch blutjung sind, die noch nicht so viel Erfahrung haben, wo wir aber wissen, dass sie schon Engagement gehabt haben, dass sie wissen, was sie machen. Oder dass sie zum Beispiel jetzt bei Stadtland Talent sind einige auftreten. Und dann haben wir wirklich also daheim auf dem Sofa gesagt, die müssen wir haben, die ist unglaublich. Oder? Mhm. Also, das ist auch so, dass wir Sachen entdecken selber am Fernsehen oder an anderen Veranstaltungen. Und, oder über Beziehungen, dass halt andere Künstler sagen, hey, das ist ein Junge, ich habe den noch immer gesehen, probiert das mal mit dem. Also die Digitalisierung von der Gesellschaft und auch von den Medien führt dazu, dass die Medien und klickbasiert worden sind. Mhm. Das heisst, die erfolgreichen Künstler werden gepusht und der Nachwuchs geht verloren. Und da gibt es einem grosse Motivation, wirklich guten Künstler zu helfen, auch als Startrampe zu unterstützen. Um das ein bisschen durchbrechen, dass quasi die Grossen alles absahnen. Genau. Jetzt, wenn Geld keine Rolle würde spielen würde, Sie hätten ein riesen Budget, wer würde Sie ins Zelt holen oder wie würde so ein Programm aussehen? Das ist eine gute Frage. Was sagst du? Das Ding hätte ich noch gern, oder du? Ja. Ja, einfach, also... Ja, also da irgendwie auch einmal eine Barbara Streisand, halt so mal so etwas Episches haben oder so. Aha. Aber ich muss ehrlich sagen, also mir ist es sehr wohl mit unserem Booking, weil man erlebt natürlich auch Künstler so nach und hat irgendwie Bezug dazu, wenn es auch Schweizer Künstler sind. Von dem her. Also nein, sag du, weiss nicht. Ja, ich bin sehr wohl in dieser Swissness-Welt und in der Unterstützung der jungen Spitzenkünstler. Das ist das, wo einem wahnsinnig bewegt. Vielleicht ist es auch zum Teil die eigene Geschichte. Aber es ist auch, da gibt es unglaubliche Talente in der Schweiz. Und das hat auch einen wahnsinnigen Goodwill von den Leuten. Aber natürlich gegen
Nein, ich meine Lady Gaga und wie sie alle heißen. Also wir wissen ja, was cool ist, oder? Also auch es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Sie haben lange überlegen und ich habe verstanden, dass sie eigentlich total zufrieden sind mit dem. Das Nein, wirklich. Das finde ich eigentlich auch schön. Kathrin und Adrian Steiner, danke schön, dass Sie da sind bei uns im Talk. Ihnen danke fürs Zuschauen und wünsche Ihnen weiterhin gute Unterhaltung mit unserem Programm auf Telebasel. Der Talk ist Ihnen präsentiert worden von den Basler Privatspitälern.